So, Freunde und Moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Video. Und heute geht es darum, wie man seine Bremssättel am Auto selber lackieren kann. Dafür haben wir hier den Dreier vom Juli in meiner Garage. Und wir werden euch das zeigen mit dem Foliatec Bremssattellack. Foliatec war so freundlich, hat mir diesen Bremssattellack, beziehungsweise für Julis Wagen zur Verfügung gestellt, in der coolen Farbe RS Blau. Und ihr habt zusätzlich in diesem Video auch noch die Möglichkeit, 3 Stück davon, also ein Teil, zu gewinnen. Und ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Wir sind tierisch heiß drauf und los geht's. Ja, Freunde, bevor wir jetzt loslegen, gucken wir uns jetzt auch mal die Farbpalette hier an, die es bei dem Foliatec Bremssattellack gibt. Wir sehen hier angefangen bei einem klassischen Racing Rosso, also einem Rot, sehen wir ein Gelb, ein RS Blau. Dafür hat sich der Julia entschieden, ein Schwarz komplett oder ein dunkles Violett. Hier ein schönes Candy Pink für die Ladies. Also wirklich, hier ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wirklich ganz viele zahlreiche Farben, die man wirklich passgenau fürs Auto und den persönlichen Geschmack einfach aussuchen kann. So, Freunde, legen wir jetzt also los. Wir lackieren jetzt hier die Bremssättel von Julis 335 XD, haben soweit hier den Reifen auf der Linksvorderposition schon gelöst und hier habe ich jetzt das komplette Set von Foliatec mal ausgepackt. Was ist alles dabei? Wir haben eine kleine Drahtbürste, einen Pinsel, der beiliegt, Bremsenreiniger, Härter und natürlich die Farbe, die man individuell aussuchen kann. Und dazu ganz wichtig der Hinweis nochmal, es gibt die Montageanleitung. Die gibt es digital, die könnt ihr euch runterladen oder aber auch natürlich direkt im Paket dabei. Und da schauen wir jetzt mal rein, was die Anleitung uns genau sagt. So, Freunde, los geht's. Montageanleitung gucken wir uns nochmal im Detail an. Verarbeitungshinweis erstmal ganz wichtig. 15 bis 25 Grad Verarbeitungstemperatur brauchen wir für diesen Lack. Die haben wir jetzt hier bei uns in der Garage, obwohl es relativ kalt ist. Wir haben aber den Heizstrahler hier drin an. Als erster Schritt haben wir die Verarbeitung. Ganz wichtiger Hinweis, Ein- und Ausbau der Bremssättel bzw. Trommeln ist nicht notwendig, denn das können wir hier im montierten Zustand soweit machen. Dafür müssen wir aber gleich einiges abkleben. Als ersten Schritt, den wir jetzt durchführen, müssen wir die Reinigung machen. Bei der Reinigung heißt das, Rost- und Korrosionsrückstände mit Hilfe der Stahlbürste oder Drahtbürste, die wir jetzt hier unten hatten, müssen wir soweit lösen. Anschließend Öl- und Bremsflüssigkeitsrückstände mit Bremsenreiniger, der ist ja auch dabei, entfernen, danach 5 Minuten ablüften lassen. Danach kommen wir zum nächsten oder überhaupt erstmal zum Lackauftrag. Da müssen wir im ersten Schritt hingehen und das Ganze abkleben. Dann müssen wir das Ganze mischen. Dafür müssen wir den Härter nämlich in die Farbe einfach reinkippen und dann schön verrühren. Danach das Ganze natürlich in verschiedenen oder in mehreren Schichten auf den Lack, auf dem Bremssattel den Lack auftragen. So, wie gesagt, erster Anwendungsschritt ist jetzt, den Bremssattel soweit zu reinigen. Das sieht schon mal ganz gut aus, wenn der Juli das macht. Ihr seht, der bürstet jetzt hier ordentlich den Schmutz runter. Also der Bremssattel hier ist jetzt eigentlich vom letzten Bremsenwechsel auch noch ganz gut sauber, kann man dazu schon sagen. Gibt es natürlich auch verschmutztere und dementsprechend immer hingehen, ganz gründlich arbeiten, damit die Farbe auch richtig haften kann, das ist wichtig. Ihr seht das auch ganz klar in jeglichem Winkel, nicht nur auf den geraden Flächen, sondern die Farbe muss ja auch überall drauf und dementsprechend ganz genau in die kleinen Ecken und Kanten überall mit reingehen. Jetzt lösen wir dann natürlich dadurch ziemlich viel Schmutz und dann können wir im nächsten Schritt direkt hingehen mit dem Bremsenreiniger. Das Ganze ordentlich, nicht zu wenig einsprühen, sollte aber auf jeden Fall ausreichen und damit wirklich den ganzen Schmutz runterholen von dem Bremssattel. So, und dann kann man natürlich auch noch hingehen und die Überschüsse vom Bremsenreiniger soweit mit einem alten Mikrofasertuch entfernen. So, bevor wir mit dem Lackieren loslegen, müssen wir natürlich den Härter, der ist hier in diesem kleinen Gefäß drin, mit der Farbe verbinden. Und dafür gehen wir hin und kippen einfach den Härter hier rein in den Farbtopf. Nicht wundern, dass das jetzt relativ wenig ist, was wir hier drin haben. Das liegt daran, dass ich dieses Video jetzt im Nachhinein noch drehe für euch, weil wir das anfangs nicht gemacht haben. Und so viel ist jetzt quasi nach den 4 Bremssätteln aber auch übrig geblieben. So, dann kratze ich mir hier mit so einem kleinen Holzstab wirklich die Reste komplett raus, damit wir alles drin haben. So, nachdem das gemacht wurde, kann ich jetzt hingehen und die beiden verbinden, indem ich hier das Ganze verrühre. Und danach können wir direkt mit dem Lackieren loslegen.
So, Freunde, der Juli konnte es nicht abwarten. Direkt geht's los. Wir haben nämlich hier, wie ihr sehen könnt, schon abgeklebt. Das ist ganz wichtig, falls man irgendwo so ein bisschen was draufstreift. Auf jeden Fall abkleben, ganz wichtig, wie gesagt. Hier auch diesen Kunststoffnippel hier oben, der da dran war, abgeklebt. Und natürlich auch die Spange bei den Bremsbelägen. Und dann einfach wirklich, wie man es aus dem Kunstunterricht von früher kennt, schön mit dem Pinselchen arbeiten und auftragen. Das Ganze machen wir mehrere Schichten, weil natürlich das irgendwann erst anfängt, wirklich perfekt zu decken. Und was sagt ihr zu der Farbe? Hier in Verbindung mit dem Blau, Estorilblau, Metallic ist das ja, das ist ja Juli drauf. Und das ist jetzt das RS-Blau, bekannt bei den BMW M-Bremssätteln zum Beispiel. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Ein schönes dunkles Blau. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich bin gespannt, wie es gleich komplett aussieht. So, und jetzt ist der Juli soweit gleich mit der ersten Runde fertig. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wir sehen, dass wir jetzt hier noch ordentlich am Durchschimmern haben. Und hier oben haben wir jetzt noch nicht alles komplett bemalt. Aber das kommt langsam. Und dementsprechend, das ist ja nur die erste Runde. Wir werden so circa 2 bis 3 machen, denke ich. Genau, machen wir soweit fertig. Danach lassen wir das Ganze ein bisschen trocknen. Und dann haben wir die nächste Schicht drüber. So, Freunde, Juli ist jetzt fleißig an der zweiten Schicht dran. Da tut sich auf jeden Fall schon einiges. Das Ganze sieht schon besser gedeckt aus, aber noch nicht perfekt. Da müssen wir noch eine weitere Runde danach machen, denke ich. Aber jetzt hier zwischen den Schichten auch wichtig. Immer ist eine Aushärtungszeit oder so eine Zwischenzeit, die man abwarten soll, 15 Minuten als Hinweis noch für euch. Und der Juli, der hat es anscheinend richtig drauf, also das liegt dem anscheinend, denn wenn wir uns jetzt auch mal das Abgeklebte hier mit dem Kreppband angucken, hier ist die einzige Stelle, wo er mal ein bisschen dran gekommen ist, ansonsten sehe ich nämlich nichts, also der hat ein Händchen dafür, typisch kreativer Linkshänder. Ja, Freunde, und jetzt hat der Juli hier soweit auch schon die dritte Schicht gleich fertig. Und das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Ihr seht, wie deutlich die Farbe jetzt hier zu sehen ist, wie gut das am Decken ist. Also das sieht richtig geil aus. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Lass mal trocknen. Ich denke, da sind wir mit 3 Schichten ganz gut bedient. Eine vierte, würde ich sagen, brauchen wir da nicht. Das sieht echt klasse aus. So, Freunde, jetzt auch nochmal hier in der Aufnahme zu sehen, wie gut das Ganze von der Lackierung jetzt aussieht. Das gefällt mir nämlich auf jeden Fall richtig gut. Habe ich echt nicht mitgerechnet, dass das so cool wird. Cool geworden. Das Ganze müssen wir jetzt 2 Stunden aushärten lassen. Danach können wir hingehen und das Kappband entfernen und die Felge wieder montieren. Und dementsprechend sehen wir uns in 2 Stunden wieder. So, Freunde, jetzt schaut euch mal diese genial geil aussehende Bremse an. Also ich denke, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das hat der Juli gut hingekriegt, muss man ganz klar sagen. Vom Allerfeinsten, richtig schick geworden, das Ding. Nachdem die nämlich jetzt 2 Stunden soweit ausgehärtet hat, können wir jetzt die Felge montieren. Und danach muss die nochmal 24 Stunden weiter trocknen. So, Freunde, jetzt haben wir hier natürlich sehr vorsichtig die Felge montiert. So sieht das Ganze aus. Also wirklich richtig schick, macht ganz viel aus. Und natürlich, die Felge ist jetzt ziemlich dreckig. Die haben wir vorher nicht sauber gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ganz wichtig, 24 Stunden, nochmal der Hinweis, ist die Aushärtungszeit. Komplett, wirklich vollständig ausgehärtet ist der Lack nach exakt 7 Tagen. So, Freunde, und jetzt haben wir hier auch hinten links schon den nächsten Sattel erfolgreich lackiert. Sieht richtig gut aus, nicht wundern. Hier haben wir jetzt das Kreppband soweit dran gelassen, weil wir haben ja hier noch eine kleine Spange. Die müssen wir noch dran setzen und dementsprechend haben wir den Reifen jetzt draufgesetzt, damit wir auch den nächsten machen können. Ja, macht auf jeden Fall tierisch Bock, geht auch easy, ist gar nicht so schwer, wie ich anfangs gedacht hatte. Und dementsprechend haben wir gleich alle 4 durch und dann lassen wir das Ganze 24 Stunden austrocknen und gucken wir uns das gemeinsam nochmal an. So, Freunde, und wir haben den nächsten Tag, jetzt sind etwas über 16 Stunden so müssten vergangen sein. Und hinten links habe ich jetzt den Reifen mal demontiert, denn da war ja noch das Klebeband. Und so sieht der Bremssattel jetzt fertig aus und ich finde, der kann sich wirklich sehen lassen. Also der steht dem Vorderen in nichts nach, der ist wirklich top lackiert. Man sieht keinen Pinselstrich oder ähnliches, also ich bin da echt begeistert von, wie ihr merkt. Sieht auf jeden Fall richtig schnicke aus, ne? Also echt geil geworden, hat der Juli klasse gemacht, muss man ihm lassen. Das Ganze, bevor wir jetzt nämlich hier die Spange soweit noch draufsetzen, lasse ich aber auf jeden Fall noch weiter aushärten. Das finde ich wichtig. Das mache ich erst nach den 24 Stunden, wenn das Fahrzeug dann auch bewegt werden darf.
So, Freunde, und der nächste Tag ist, wie ihr unschwer erkennen könnt. Dementsprechend schauen wir uns jetzt das finale Ergebnis hier direkt mal gemeinsam an. Erstmal von ein bisschen weiter weg. Und dann gehe ich mit der Kamera natürlich auch nochmal näher ran. Und wie ich finde, das sieht richtig schick aus mit dem RS Blau hier auf dem Asturil Blau Metallic, glaube ich, heißt die Farbe genau. Oder Asturil. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gefällt mir. In der Nahaufnahme werdet ihr auch sehen, dass wir es echt gut hingekriegt haben, beziehungsweise vielmehr der Juli, der hat am meisten gepinselt, nicht ich. Na, das sieht richtig schick aus. So, los geht's. Gucken wir es uns in der Nahaufnahme an. So sieht das jetzt hier mit der Felge aus. Also wie ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Richtig schick geworden. So, achtet nicht so ganz stark auf die Felgen, die sind natürlich richtig dreckig. Hinten haben wir natürlich jetzt die Spangen draufgesetzt, damit die Bremse auch ordentlich funktioniert. Ganz wichtig, alles perfekt wieder zusammenbauen, damit nichts passiert. So, Beifahrerseite, auch nochmal der Blick drauf, richtig cool. Also gefällt mir echt gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe es nicht so gut erwartet, ich dachte, man wird auch so ein bisschen die Pinselstriche sehen. Aber das sieht wirklich schon richtig gut aus, jetzt hier in der Sonne auch verdammt gut zu erkennen. Gefällt mir echt gut. Sehr, sehr geil. So, Freunde, jetzt kommt natürlich der Part, worauf viele von euch gewartet haben. Jetzt haben drei von euch hier bei mir im Kanal, bei Facebook und bei Instagram die Möglichkeit, einen von diesen Bremssättel-Lacken zu gewinnen. Sucht euch dazu einfach eine Farbe aus, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare erstens, welche Farbe ihr haben möchtet und bei welchem Auto ihr das machen möchtet. Zugleich geht auch noch auf die Instagram-Seite von Foliatec, der offizielle, und postet da auch noch, da habt ihr die Möglichkeit, nochmal einen zusätzlich zu gewinnen, einen vierten Bremssattellack quasi. Ja, dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für Foliatec, ich fand die Idee ziemlich cool, ich dachte mir, für euch was rausschlagen ist auf jeden Fall eine geile Nummer, da habt ihr auf jeden Fall auch Bock drauf und dementsprechend Daumen hoch, bis zum nächsten Video, ciao!